Wir sind jetzt hier in der 11. Folge, ja, in der 11. Oh, ich habe den Rex hatte schon im Impf, doch, ich hatte ihn schon gemacht. In der 11. Folge von Arc aufs Maul, das Projekt von Gato und Kay, in dem sich 6 YouTuber-Teams richtig ins Gesicht schlagen. Und das wird auch diese Folge natürlich wieder passieren. Dieser Zermürbungskrieg mit Kay legt sich bei mir ganz schön aufs Gemüt und das merkt man halt an einigen Stellen. Aber da müssen wir jetzt einfach durch. Wenn es euch gefällt, denkt an den Daumen, guckt doch bei den anderen Teams vorbei. Die ganzen Links sind in der Videobeschreibung und ganz viel Spaß. Ja, wir müssen jetzt Steine farmen, Alter. Es führt kein Weg drumherum. Boah, ich habe Hunger. Habe ich Essen mit? Ich muss gerade erstmal hier klarkommen. Ich habe alles so komisch umgelegt. Hab ich überhaupt noch eine Headshot? Ja. Okay, zum Cutten, ja. So, und go. Jetzt ist die Frage natürlich, ob das jetzt direkt so weitergeht mit Dauerangriff. Weil wenn nicht, wir würden heute gerne auch zurückschlagen. Aber das ist natürlich alles den Umständen entsprechend. Wir wissen jetzt auch nicht, ob sonst noch irgendwelche kommen und uns jetzt angreifen. Umso mehr wir halt selber angegriffen werden, wenn wir halt die ganze Zeit am Defenden sind, wie die letzten 4 Stunden, kommen wir halt nicht dazu, selber anzugreifen. Ist logisch, wir können ja nicht hier gehen, alles stehen und liegen lassen. Wenn es aber ruhiger sein sollte, wollen wir natürlich auch selber auf Angriff gehen, ist logisch. Ich meine, auch die Kendros können halt immer noch ein Way to go sein, gerade gegen Rex, ne? Wenn er da reinbeißt, der kriegt eigentlich echt gut Damage. Alles schön, Nebenspiel. Ja, das Dumme ist halt, wir haben jetzt wieder 2 Rexe, aber die sind natürlich beide vom gleichen Geschlecht. Wir haben jetzt keinen anderen gefunden. Ich bin genau in Kendros rein. Egal. Aber die sind schön langsam. Einen von denen habe ich tot. Ich beiß jetzt beide tot, weil ansonsten 2 Excel nehme ich mich keine Stamina. Okay, beide Kendros sind tot. Nicht so geil. So. Und heute ist auch Purge. Also Leute, heute gibt es auch irgendwann eine Purge. Ist wahrscheinlich nicht in diesem Video. Ich schätze mal, die kommt dann. Jetzt greift mich ein Argentavis noch an. So, jetzt einmal Stamina hoch, bitte. Und dann laufe ich den ganzen Berg da hoch. Oh mein Gott, ich bin rausgeschmissen worden. Connect. Ja, alles gut. Du auch? Mhm, ja. Ich glaube, es ist wieder. Nee, zurückgesetzt. Rollback. Vom Anfang an? Ja, komplett. Ich stehe wieder oben. Ja, ich glaube, ich auch. Ja, also es ist wieder so, als hätten wir. Ja, wir verstarten dieses jetzt nochmal. Das Gute ist, ich hatte außersehen einen Rex-Sattel so viel hergestellt, jetzt haben wir Ressourcen gespart. Vielleicht habe ich es jetzt auch nicht in die Kendros zu laufen und nicht den Archie zu fighten. Das ist schön mein zweiter Versuch, hier hochzukommen. Vielleicht bin ich diesmal schneller. Die Zerstörer. Hier ist eine Foundy von die Zerstörer. Haben sie dir einfach eine Fetch-Foundy aufgestellt bei uns? Warum? Ja, die, ich weiß nicht, habe ich zerbissen. Hat vielleicht ein Bett da drauf oder so und wurde schon weggemacht, keine Ahnung. Ein Bett, das wird so ein Bett. Ja, in dem Format nicht viel. Okay, du kümmerst dich um die Steine sozusagen, ja? Weil dann kann sich die Beete draußen neu. Kannst du nochmal versuchen. Ich selber habe wirklich schon lange aufgehört zu zählen, wie oft ich diese Beete neu bepflanzt habe, weil entweder der Dünger geklaut wurde, sie gesprengt wurden oder tatsächlich auch leer gesoakt. Aber das ist nicht unsere einzige Defense, sondern wir wollen eine Reihe aus Gates um dieses Plateau ziehen, damit der Rex nicht mehr so einfach vor unserer Tür stehen kann. Warum ist eigentlich auch in unserer Base alles gedamaged? Die Forges haben über 200 Damage. Nee, nur 16. Die Wand ist nicht gedamaged. Ich verstehe das Spiel einfach nicht. Da unten. Geil. Alter, das Fiumia steht ja direkt unter Kay. Mhm, genau. Also es ist nicht sicher, aber ich vertraue darauf. Das hat jetzt schon so lange überlebt. Ich glaube, das macht auch noch ein paar Seasons. Ja, ob ich noch ein paar Sessions mal, wenn ich jetzt da runter gehe. Gestorben beim Scheißen. Kacken war zu viel für sie. Verstopfung darf man nicht unterschätzen. Also Fetch wäre halt gut jetzt erstmal. Ja, da müsste ich eventuell einen Stack holen, wenn es sehr effizient sein soll. Sonst hau ich ein bisschen mit der Axt auf den Baum. Mal gucken, wie viel ich da kriege. Ich glaube, das reicht, ja. Okay, gut, dann gehe ich mal in den Wald und schwinge meine Pickaxe ein bisschen rum und tue so, als würde ich sehr produktiv sein. 77 Kacke war das jetzt. Oh, das ist deliziös. Mhm. Ich laufe unten um den Berg lang und gucke, ob ich ein anderes Tier finde, also ein Alo oder noch ein Rex. Und wenn ja, holen wir den direkt, ja? Mhm. Wir brauchen Tames, Mann. Was haben wir weibliche Rexe, gell? 2 Stück. Alles weiblich, ja. Wir brauchen männliche. Noch 2 weibliche Alos. Boah, bitte Spiel, gib uns was. Please. Am besten noch was High-Leveliges. Das ist echt. Ja, ich weiß, schade. Die anderen haben so high-levelige Tiere alle und wir so nöppen. Aber wie hätte es auch anders sein sollen, war da weder ein Rex noch ein Alo und ich bin zur Base zurück. Mating. Ich craft auch mal ein paar Holzwände und zieh die, glaube ich, hier runter. Die Tower jeweils, dass sie. Obwohl, aber die Tower werden ja auch eher die Plans weggesprengt, dass die Tower weggesprengt werden, oder? Wollen wir dann das Ceiling mal aus Holz machen, schon? Also, ich weiß nicht, so mit den. Wenn da Wände dran sind, also den Tower haben sie auch nicht gesprengt bekommen. Der war zwar heftig angedamaged, aber.
Ja, mit 5 Standing Forges müsste es gehen. Sieht so dumm aus. Hält das? Ja, ja. Also kannst du, okay, wollen wir mal testen? Nein. Wir werden es sehen. Ja. Also wir hatten die Gates ja hintergerückt fürs Video nochmal. Ne? Das dürften jetzt nicht mehr die sein, wo man halt vielleicht nicht sprengen kann, so wie wir das jetzt verstanden haben. Das heißt, die stehen alle weiter hinten. Wir hoffen jetzt, dass die normal, wenn jemand sprengen will, sprengbar sind. Und man muss dazu halt auch sagen, wenn wir die jetzt noch weiter nach hinten schieben, dann bringt die einfach gar nichts mehr in der Situation. Kriegen wir den Aufgang gar nicht mehr zu, ja, genau. Also sie stehen nicht auf diesem komischen Boden, sie stehen auf ganz normalem Boden, von daher, ja. Barry ist da, leider wieder nur einer, Level 18, wow. Und Männchen, wir haben nur Männchen, wir hatten auch bis jetzt nur Männchen, ne? Wir haben, das dritte Baby ist das dritte Männchen auf unserem Haus, auch voll viel, so voll damaged. Die ganzen halt Spikes auf unserem Haus. Dach, Alter. Das stimmt, wir haben gar keine Spikes mehr oben drauf. Ja, nee, das ist... Und die noch stehen, sind übelst kaputt. Unser Dach ist super gehittet, also unsere Base liegt schon so 90% in Trümmern. Hier fallen sehr viele Bäume. Extrem. Meinst du, das sind Gegner? Bäume. Spieler, ja, ja, Spieler. Warte, warte, das hätte dich gesehen? Nein, da. Ist Kay. Ist der mit rechts da? Ich bin overweight. Nein, nein, naked hier. Naked? Hat mit der Hand gefangen. Kommt der weg? Nee. Ich komm. Versuchst du zu grappeln? Kannst du ihn pingen? Hier. Ich kann ihn nicht pingen, aber er ist genau neben mir. Ist er nochmal ping? Ist er noch da? Ja, er ist hier. Da kam ein Netz, das war von ihm garantiert, ne? Achtung, ja, der Rex kommt! Ringo ist schneller als ich, der ist vor mir. Okay, ich renne bloß weg. Ja, weil gegen Rex, wir kommen gegen den Rex nicht an, weißt du? Das ist der Imprint-Rex. Selbst wenn ich wollte gerade mit Barry kommen. Hier liegt ein Stegonok. Level 4. Kill ihn. Ja, der Rex ist doch garantiert noch da, oder? Ich crafte gerade. Ja, deswegen, ja. Ich versuche zu scouten, ich sehe es nicht genau. Der ist von oben runter gesprungen. Auf jeden Fall deren Stego. Mhm. Ich habe gut reingebissen, aber die wollen den Stego nur haben. Die wollen den ja nicht. Sam, der ist Level 4, also Level juckt die nicht. Ich würde ihm jetzt von oben 2 Headshots geben und dann ist er dann, glaube ich, der Stego. Ja, ja, macht das. Ist ein bisschen frech. Nee, ist richtig. Ich versuche, hoffe, dass Rinko mich verfolgt und nicht ihn töten kann. Getrackt? Ist der Ping ist er? Warte mal. Bereit? Ja, warte, ich versuche den zu netzen direkt, weißt du? Der weiß nämlich nicht, dass ich komme. Denke ich. Er läuft gerade wieder weg. Den anderen Weg, sonst wäre ich ihm genau entgegen. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn auch nicht gerade. Hier, bei mir. Hier? Oh, verkackt. Da ist er. Er ist runtergestiegen. Er ist nettet. Ich auch. Er ist hier bei mir? Hat den Skorpion genettet. Okay. Ich amüsiere ein bisschen, ich habe ein bisschen Spaß mit Kay. Kay schluckt Metz. Kay springt runter, wo ist er? Wo ist Rinko? Ich weiß nicht. Bei mir, mein Vieh ist nettet. Ja. Ja, ich hab Kay hier unten, alles gut. Du spielst nur gegen Rinko. Ich sehe ihn halt wirklich nicht in dem Dingens hier. Kay göppelt sich wieder hoch, Achtung. Ich komm hoch, ich laufe links hoch und links Felsen. Ich komm hoch zu dir. Oh, ich bin runtergeflogen, ich renne. Achtung, ja, komm. Der Barry ist frei. Mhm. Er ist super low. Ich reloade gerade das Netz. Hab nicht funktioniert. Schieß drauf, der ist noch pre-netted. Es geht. Ich reloade gerade. Er verlässt gerade Kay. Ja, ist egal, lass ihm hinterher machen. Kay kommt da nicht hinterher zu Fuß. Ihm hinterher. Oh! Was ist denn? Und alles gut, bin nur den Berg runtergeflogen, ich komme auf. Ist denn ja Dödi? Er versucht da reinzugehen. Er ist fast zu Hause. Erst so, ne? Das ist schon heftig. Da kommen wir nicht. Also ist zu gefährlich mit dem Blend, müssen wir die wegsprengen. Wir müssen uns beeilen, sonst kommt er eh wieder. Hier rechts. Der Dingens. Hier rechts. Da, läuft er. Ist Rinko. Kay ist weggelaufen. Kay auf den Barry drauf. Ah, Rinko, das stresst. Er ist bei mir? Ja. Hinter dem? Flakgeräusch ist extrem, ne? Meinst du doch. Man hört nur, man sieht nicht.
Ah, Rex. Ah, oh, Mann, immer der Rex. Das Einzige, was den deinen Arsch rettet, ist dieser scheiß Rex, ehrlich. Dann wird man genetzt und dann ist das wirklich echt nicht gut. Ja. Mann, ey. Immer dieser Rex, der regt mich auf. Net kommt, Achtung. Bin nettet, ja. Ja, direkt aufhören. Nee. Lass uns den Beine nicht sterben. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich den Rex rein facetanken? Ja, okay, dann lauf. Ja, lass ihn recken. Es ist immer nur der Rex, Mann. Das ist so belastend ohne. Hüpfen ins Wasser, ne? Schön mit dem Fallschirm ins Wasser hüpfen. Dann komme ich jetzt auch. Alles gut, die können Wasser am Arsch. Denkst du mir einmal, wo du bist? Ich sehe dich gerade nicht. Ja, hinter mir. Ja, ich meine. Ich werde verfolgt. Ich bin mit dem Fallschirm, ne? Ja, ich bin mit dem Fallschirm. Sehr gut. Oh, ist da oben an der Kante? Ich bin jetzt am Wasser. Ich bin jetzt hier, ich weiß nicht, wo du bist. Ah, ich bin da wieder auf meinem Stein. Was soll ich auch machen sonst? Ja, der ist noch hier, der läuft aber in die andere Richtung. Der läuft von mir weg, der Rex läuft nach links am Strand. Einmal ping. Ich versuche gerade vor denen wegzurennen. Ah, ja, der Rex läuft nach Dingens. Also nicht in deine Richtung, ne? Alles gut. Ich laufe genau in die andere Richtung. Naja, dann ist okay. Wir müssen auch wirklich einfach mehr breeden. Also jetzt. Ja, was heißt mehr breeden? Einfach. Wir müssen halt erstmal anfangen zu breeden, ne? Ja, das mache ich. Ich gehe jetzt mal dahin, wo ich einen Rex gesehen habe und schau mal, was das für einer war. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur gehört, dass jemand einen Rex gebrüllt hat und ich denke mal, das war ein wilder Rex, weil Gray war auf dem Dino. Ich weiß jetzt nicht, ob er rechts... Auch wenn es... Ja, die haben die Pflanze schon wieder von leer geräumt. Nach diesem kleinen Zwischenfall war es erstmal recht ruhig. Wir konnten einen Parasaurus zähmen und bis in unsere Base bringen. Chaka! Dann habe ich noch einen Stego vor unserer Base entdeckt und wollte den legen. Und Justin hat in der Zwischenzeit zwei Rexe gezähmt und ein Baby gefunden davon. Wir brauchen auch Rex-Babys. So, ich habe die eine Pflanze hier eingebaut. Zumindest bin ich noch dabei. Bin ich mal gespannt, ob sie es dann schafft oder ob sie das dann sprengt, damit die nicht auswächst. Lauf, Rex! Und tot. Das ist ja schon anderes gezähmt. Ne? Ja. Kommen wir jetzt in den Fang, nehme ich in den Fang, dann springen wir runter. Ich leg gerade den Stego, den 14er vor unserer Tür. Ah ja, okay, das ist gut. Meine Zähne tun weh. Zähne? Wenn du dich so aufregst. Ich glaube schon, ja. Ja. Okay, Stego. Ich claim den Rex mal, oder willst du den Rex claimen? Hast du Bock? Nee, nimm ruhig, du bist ja, da. Weil sonst, ich glaube, es wird auch der einzige Dino sein, der den Projekt auch claimen. Wie ich mich kenne. Da wird wieder gar nichts geklaimt. Weil ich verliere halt die Baryonyxe wie, keine Ahnung, sonst was. Wo ist der Baby Rex? Das weiß ich nicht. Oh nee. Okay, gut, ich jump jetzt. Boah, 800 Meter. Ich hoffe, jetzt sieht mich keiner. Wie ich hier so über die halbe Map fliege. 800 Meter ist schon ein Stück. Aber natürlich lief nicht alles nach Plan. Justin hatte ja den Rex mit seinem Baby gefunden. Der Rex war endlich ausgezähmt. Das Baby hätte geklemmt werden können. Aber es war weg. Der Achter hat gar nichts zu essen drin, kann es sein? Weiß nicht, genau. Nee, du musst immer bei den Babys bleiben. Ist mir schon oft so gegangen. Ist mir noch nie so gegangen. Das ist einfach so, also, dass ich weglaufen danach, okay, habe ich nicht an gedacht. Das kann ich. Der zweite Rex ist auch fertig. Holt den noch kurz ab. Ich weiß nicht, zu dem. Nein, ich glaube, ich mit ihm zurück zu dem. Können wir das Ei trotzdem gleich machen? Also es wäre mir einfach lieber, weil ich meine, es ist Level 9. Ja, bei dem können wir es machen. Bei dem können wir es machen, ja. Also auf jeden Fall. Ich würde sagen, so, ich suche jetzt nochmal so, weiß nicht, 45 Minuten vielleicht noch. Oh mein Gott, ich bin angehört von Trodon. Alles gut? Ich natürlich mitten drin lagst und dann so bam. Ja, wirklich, du stehst da unten, gerade im Prozess. Der das Schönste überhaupt sein sollte, kriegst du von dem Thron dann volle Pulle ein mit. Weil ich krieg den zweiten auch nur bis unten an den Berg ran, dann komm ich mit Sattel und hol den auch noch oder so, mal gucken. Aber ich fräse die ganzen Tiere alle einzeln hoch. Die Rexe, die Stegos, alle einzeln. Keine Chance, das irgendwie hinterher zu pfeifen. Die Kay und so sind seiner Base. Plants schießen einfach schon, wenn man hier läuft, ne? Ja, die pushen mich auf dem Rex. Also ich muss echt gucken, ob ich das hinkrieg hier, ne? Du bist auf dem Rex. Ja, ich bin auf dem Rex, aber die pushen mich. Die schießen halt mich ab auf dem Rex. Das ist wirklich sehr grausam. Ja. Ja, die stehen noch an der die stehen da an dem Dingens. Die sind auf der Treppe. Und rennen gerade zu Fuß die Treppe runter. Die kommen zu uns.
Und die kommt zu uns? Ja, die hoch, sind da. Ja, Mann. Die laufen hinten an den Gates lang. Kein Plan, was jetzt ihre Mission ist. Unsere Pflanze links schießt. Das ist hinter der Fauni da. Was sprengt der denn da eigentlich? Den Tower links versucht er. Wir sind gerade ohne Tames da, also. Ja, wir können mal pushen, ne? Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Links, links, rechts, der von der wird gepinkt vom Para. Ey, Netted. Bola, connecte! Was, Narco-Trap? Narco-Trap, was? Hat sich so angefühlt. Ich weiß nicht. Nichts gesehen. Wo? Direkt hier hinter den Gates, ja. Genau da. Netted. Uff, bin runtergefallen zu ihnen. Ja, oh mein Gott, da war, glaube ich, eine Falle oder sowas. Kann das sein? Ich glaube, dass da eine Falle geplaced war. Bola ist auf mich. Alter, der Alu hat echt viele Hits gebraucht. Das ist schon gefährlich. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber der, ich habe da 7 Mal auf ihn draufgehauen, bis er nettet war. Ja. Also Alu ist endnettet. Sehr gut. Wo werfen die? Die auf mich. Nee, von wo? Ich sehe sie. Unten im Gang. Bist du auf dem Alu? Nee. Nee, nee. Pass auf. Der versucht, ist hinter dir? Direkt hinter dir? Ja, siehst du. Ja, ich sehe ihn. Jetzt habe ich hier runtergeflogen. Nee, er steht da vor dir. Ich repariere jetzt erstmal den Tower fix. Einer ist hier links. Die haben das Dingens an sich getroffen. Haben sie auch? Oh, okay. Wollen wir das? Ah ne, es ist aber, auch wenn sie das Ceiling in der Mitte wegmachen, wird er trotzdem gehalten. Ich habe das jetzt erstmal einmal fix repariert, weißt du, wenn wir können, warum sollten wir das nicht? Ja, Rex. Echt? Oh, geil. Ist ja der Stego halt echt gut, ne? Gefährlich sein. Warum? Für dich? Mhm. Kommst du nicht hoch? Nee, da war ein Gamer. Er hat sich links versteckt gehabt. Und ich wollte gerade noch ein Gate platzieren und der hat sich im Busch versteckt gehabt. Der war die ganze Zeit, glaube ich, da. Ist ja auch wieder raus, ist gut. Und das heißt, er hatte mich dann genettet, natürlich. Was immer. Ist ein Gate offen eigentlich bei uns, zufällig? Was soll ich? Ist ein Gate offen bei uns? Nein. Kannst du mir jetzt auch machen? Ich bin gerade auf dem Tower und versuche den abzuknallen. Ich muss ihn noch sehen, wie er irgendwie. Enemy detected? War gerade nicht die ganze Zeit. Baby? Oh ja, nehme ich an. Baby? Nehme ich an. Aber der wird nicht detected, das muss der Spieler sein. Dankeschön. Für den Call. Wirf hier Granaten. Den Tower gerade repariert, glaube ich. Weil der Rex hält mich davon ab, da jetzt hoch zu pushen. Bist du nettet, ja. Pass auf, er ist direkt neben dir. Ja. Hä? Bin gebuddert? Hose weg direkt. Okay. Auch geil. Wow. Hatte volle Hose, hat einen Schuss gebraucht. Jetzt fühle ich mich wie Gato. Mal so richtig auf den Kopf und auf die Hose. Er hat meine Schuhe und meine Hose mit einem Schuss weggemacht. Jetzt hat er endlich mal einen Hit. Und zwar um den Rex ein bisschen. Ich glaube, jetzt habe ich auch Gringo mal eingegeben. Zu dem Zeitpunkt hat sich der Kampf schon wieder ewig hingezogen. Und ich wollte entweder sterben oder einen killen, also sozusagen all in gehen. Ich möchte schön geschotgunnt werden zu Tode. Aber nicht, weil ich. Ich gehe jetzt raus mit Alu. Warte, doch nicht allein. Komm mit, der steht da noch im Gate. Der Rest der Rex ist gerade nicht weg. Ich habe keine Rüstung. Ah, ich gehe allein. Na, Isa böse. Aus. Halt, stopp! Das ist nicht gut. Er steht genau hinter dem Gate, ey. So. Yo, nettet. Und ich habe tatsächlich auf Justin gehört und habe gewartet. In der Zeit ist aber leider ein Stück von unserem Tower weggeflogen. Hallo, Spiel. Der Taste möchte bitte funktionieren. So, jetzt. So. Also ich hab... Jetzt sind 2 Barry, sind das die? Der ist hier. Ah, die Zerstörer haben sie, sind auch da. Okay, also es sind gerade 2 Teams da. Ja, okay, verzieht sich auch. Hallo?
Das Netz muss sitzen. Kann man nicht auf Distanz netten? Doch, schon klar. Ja, ich habe gewundert. Oh Mann, das wäre schöner gewesen. Ich pflanze halt im Endeffekt, wenn die ausgedingen sind, direkt wieder an. Alter, oh Gott, bin ich erschrocken. Hamsti hat sein Einmischen mit dem Leben bezahlt, aber Aschgott muss wohl gerade noch so davongekommen sein. Hier bei mir, Kahn. Du hast Oh, ich letztens bin so schon reingeflogen. gesagt, es sind Karnos, da waren es Baris. Hier, direkt, hier, direkt, hier, Warte, direkt. warte, ich bin auf der anderen Alles Seite kurz drin. runter. Warte, warte, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ja, der kann. Ich bin gebullert. Warte, ich brauche kurz. Ich hab's dir gesagt, ich bin auf der anderen Seite runter, weißt du? Alles gut, alles fein, ich I'm on sterb my nicht. way, I'm on my way, I'm on my Never way. dying, I'm a never dying Ein Kano, game. wirklich ein Kano. Ja, Verzeihung. Kanon, SK und Kanon und dir. Wollen gerade den Hamsti Barry töten. Pass auf, gegen Kano machst du nix, ne? Mit dem Bari. Da brauchen wir Allo. Wenn er mit Kano da ist, komme ich mit Allo. Wir hatten ein Mikro-Raptor drauf. Das ist alles gut. Wollen wir pushen? Wenn du da Der in. rennt, glaube ich, Ich habe wieder. Angst, dass ich in die Base fall. Nee, also auf Ja, den Treppen ja. kämpfe ich nicht. Dann irgendwie einen Schubs und du bist in den Plans. Und das Ganze war so ein Endloskampf. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir waren draußen, haben gekämpft. Unsere Gegner haben sich zurückgezogen. Dann sind wir rein, haben versucht, nachdem sie eine Weile nicht da waren, was Neues zu machen. Und genau dann kamen sie wieder und wir sind wieder raus. Und das Ganze in Endlosschleife. Ist hier links. Ich sehe ihn. Links, links, links von dir, links. Ja, runter, runter. Komm, wenn du da runter gehst, weiß ich nicht, Können Rex wir gegen kommt. Rex Ja, weglaufen? deswegen Rex kommt, ne? Das war Die meine sind an Angst, unseren ich fürchte. Gates. An unseren Gates. Vorne, die Main Gates. Naja, die kommen wieder so rumgelaufen. Ich glaube, die wollen den Tower jetzt hier weitersprengen, was so jetzt hier eh schon war, weißt du? Ach, nee. Gerade gesehen, da, also, ja. Kannst du mal pingen? Oh, ja, okay, war toll. Rennt jetzt rechts rum. Bin jetzt hinter den Gate, waren. Nein, Also nein. hinter den unseren kleinen Gates. Der Typ ist hier bei mir, also. Alter, der ist bei uns drin. Lol. Alter, der ist bei uns drin. Lol. Ach du Scheiße. Nein, ich bin gebolert. Bin auf dem Weg, bin sofort da. Bin auf dem Weg, bin sofort da. Alter, Hose aus. Halt der Hose aus! Hose wechseln! MedBlue trinken! Okay. Hab ihn. Okay. Hab ihn. Yes! GG an der Stelle an Kay. Hat mich ganz schön überrascht, dass er da plötzlich hinter mir stand und ich war ein bisschen überfordert, hat man auch gesehen. Und danke an Justin, der hat da echt gerockt. Das war perfektes Timing. Ich habe keine Ahnung, ob uns Caesar Kill jetzt mal ein bisschen Zeit verschafft, denn wir hätten echt Dringendes zu tun in unserer Base, um einfach auch mit allen anderen konkurrenzfähig zu bleiben. Das erfahrt ihr dann aber erst in der nächsten Folge am Donnerstag, wie immer 14 Uhr und bis dahin alles Gute für euch und ciao, ciao.